Jetzt. So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2017 mit dem Falk und mit dem Philipp. Moin. Servus. Ja, wir sind hier ganz alleine heute, nur zu zweit. Und wir sind am Strohballen pressen. Zumindest fahren wir da jetzt hin. Ich hoffe, ihr habt genug Netz dabei. Warte mal. Sollten wir lieber vorher kontrollieren. So geht denn das nochmal auf? N oder X? X, R? Nee. E, B. Ah, doch, das reicht. Ist auch genug drin. So viel haben wir ja nicht. Ja, und wir sind hier auf der Gaming. Oder? Gamsting heißt die. Gamsting, sowas, genau. Auf der Gamsting Map. Ja, und ihr dürft uns natürlich wieder dabei begleiten, wie wir hier unsere Aufgaben machen. Ich hoffe, dass er die jetzt nicht einwickelt. Normal dürfte er das ja nicht machen, wie ihr gesagt habt. Normal nicht. Sieht doch mal richtig gut aus. Was heißt jetzt mal extra so, damit sie dir nicht wegrollen, ne? Ja. Obwohl er hier will, er will wohl immer wegrollen. Dann kriege ich sie rein. Er sieht doch mal ganz gut aus hier. Stellen wir mal das Tempomat ein, ne? Du fährst ja nicht so schnell. Ja, wir brauchen ja Stroh für die Schweine, weil wir haben ja jetzt LU-Hof und Schweinehof zusammengetan. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen hier Strohball. Wir haben auch schon ein Lager dafür. Aber jetzt wird es natürlich schwierig. Normalerweise hätte der... Wer hat denn hier? Du hast gedroschen, ne? Jo. Sondern das nächste Mal vielleicht das Vorgewende nicht mitdroschen, also mit Ablage. Ja. Weil wenn wir jetzt hier pressen und es kann sein, dass die Ballen dann da runterrollen, weißt du? Also. Abhang. Ich kann zwar ein bisschen schräg fahren, aber viel wird das nicht bringen, glaube ich. Ja, das bringt gar nichts, siehst du, die haut ab hier, die Balle. Ich sammle sie unten wieder ein. Hoffentlich rollen sie nicht zu weit.
Die rollt natürlich jetzt richtig weit hier. Sieht ja mal richtig gut aus hier. Also diese Map, die gefällt mir. Haben die Jungs echt gut ausgesucht, muss ich sagen. Oh, die Balle, Alter. Die hat ja richtig Power drauf da, du. Oh, die eine rollt im Wald rein. Oh, oh. Ja, wir fahren hier mit einem Fendt 939er. Und dazu natürlich die Ultima, ne? Die kennt ihr ja schon. Hangladen ist auch nicht so geil. Nee, nee. Aber es wird gemeinsam. Versucht die mal alle zuerst zu holen da unten. Ja, die beiden gehen natürlich sehr schnell fertig, ne? Das wundert mich natürlich ein bisschen. In echt würde das, glaube ich, nicht so schnell gehen. Ich glaube, das ist auch, wenn wir die ganz klein machen, ganz schnell Größe anpassen. Ach so, ja, Mensch, das kann sein. Jetzt habe ich die nicht richtig eingestellt. Ah. Vielleicht kann ich die jetzt, wenn die jetzt bergab hier die Reihe mache, kann ich die Balle vielleicht aufhalten. Ne, sie rollt mit mir. Wow, hoffentlich verbackt das jetzt nicht gleich. Das wäre kacke. Eine macht sich jetzt wieder selbstständig. Kommen ja ein paar Beine zusammen, ne? Mhm. Dann eine Runde laden. Ey, sie bleiben sogar liegen. Das ist so verrückt.
kommst du klar, ja, ne? Jo. Das ist ja schön, zwei nebeneinander. Ja, ja, die habe ich extra so hingestellt. Auf jeden Fall, dass es funktioniert, dass sie sich schnell genug packen können. Ja, meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen mit unserer Verlosung am Wochenende. Sowas werden wir natürlich sehr, sehr, sehr oft wieder machen. Wenn ihr das wollt, könnt ihr ja nochmal in die Kommentare schreiben unter diesem Video hier, ob ihr dafür seid, dass wir sowas öfters machen. Für sowas öfters machen sollen, meine ich damit natürlich. Ballen haben wir schon gemacht. Ja, da fehlen mir noch ein paar auf dem Anhänger. Ich meine jetzt insgesamt von dem, ne? Das heißt, es ist langsam fahren. Ein bisschen eng werden jetzt hier. Oh, ist das eine dicke Reihe hier. Oh, genau 99%, ey. Ja, Schweine haben wir jetzt noch nicht gekauft, weil wir jetzt seit gestern erst hier sind. Und wir wollen jetzt erstmal Futter ran schaffen. Und sonst würden uns die armen Tiere ja verhungern. Das wäre keine gute Idee. Vier, warte mal, noch 4, 8, noch ein paar zusammen. Ja. Natürlich klar, dass sie über das Stroh drüber wegrollt, ne?
Scheiße. Obwohl sie in dieser Reihe sind, ist echt komisch. Was? Eine riesige Reihe und trotzdem rollt's drüber. Ja, ja, so hohe Reihen und sie rollt drüber, oder? Fängt schon langsam an zu backen, wa? Ja, die, rollen schon nicht mehr hinten gut auf das auf den Wickeltisch, sondern die backen da schon rüber. Wenn wir langsam zum Ende kommen hier mit den Ballenpressen. Mal gut, dass es nur eine Reihe ist. Hier sieht man richtig, wie die Presse arbeitet, ey. Oder was? Ja, letzte Rolle. Ich glaube, beim Händler stehen noch ein paar. Hä, wieso ist denn jetzt eingestiegen, der Hund? Wir müssen doch hier noch zumachen hier. Hä? Ist doof oder was? Wieso geht das nicht zu? Jetzt. Kann man den jetzt auch rauslassen, den Ball? Nee, wahrscheinlich nicht. Da kriege ich noch ein bisschen zusammen, dass wir das alles da für die eine noch fertig kriegen. Viel ist es ja nicht mehr. Das wäre ja schön, ne? Ja. Dann haben wir genau 41 Ballen. Läuft. Dann ist Bällchen zum Versauen. Liegt hier noch irgendwo was rum? Nee. Wirklich. Scheiße, das ist ein bisschen wenig. Wird nicht ganz reichen. Fehlen nur ein paar Prozent. Kriegen wir nicht mehr. Ich glaube nicht, dass man das hier machen kann. Dass man die hier rauslassen kann. Ich glaube auch nicht. Nee, das funktioniert leider nicht. Größte kann ich auch nicht irgendwo verändern, ne?
nur wenn sie leer ist. Leer und ausgeschalten. Ja, muss die Balle wohl drinnen bleiben, das ist wohl alles nichts. Wenn man ein gerades Feld. Das beim Abhang ist das sehr schwierig. Boah, willst du mal liegen hier? Kann ich hier wegrollen? Die rollt weg. Komm, bleib stehen, bleib stehen! Halt! Halt doch an, Mensch, du blöde Balle! Ey, da gibt's ein Internetvideo, das sieht ganz böse aus, wenn da einer versucht, drüber zu springen. Ah, die hält gleich an, da geht's wieder bergauf. Boah, das wird nichts. Glaube ich doch wohl jetzt nicht, dass sie da weiter rollt, ey. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Geht doch. Hey, sie ist stehen geblieben. Alles klar. Oh, das sieht aber gut aus hier doch. Das sieht ja mal mehr als gut aus hier. Ich bemühe mich, dem Schiff zu gefallen. Das ist einer, der kann Ballen packen, du, ey. Sie alle so schön wären. Und halt einzeln. Ah, das geht leider nicht, ne? Wahrscheinlich. Hast du einen Joystick oder machst du mit Maus? Maus. Oha. Na, soll ich dir nochmal lieber die Gurte da rum machen? Ich auch nicht, aber bleib doch liegen. Ach, das Blöde ist natürlich, hier in der Mitte ist kann man kein Gurt. Na so. Boah, das passt auch, geht doch. Scheiße, also keinen zweiten Trecker mit Frontlader. Hier schnell helfen oder die Ballen zumindest ranfahren immer. Ja, aber der Radlader müsste auf dem Hof stehen. Ja, aber ich habe keine Gabel für den Lader, oder? Aber der Händler ist ja hier vorne, ne? Der Händler ist gleich da unten. Der ist doch gleich hier unten. Dann machen wir das doch ganz einfach. Wir haben nicht genug Geld. Okay, das könnte ein bisschen schwierig werden. Das habe ich mir leichter vorgestellt. So, die ersten Reihen haben wir mal. Ein bisschen ärgerlich. Ja, wir können ja schon mal die Presse wieder zum Hof fahren. Halt morgen Folie holen und Netzrolle. Schon alles aufverbraucht. Das wird, glaubst du, da noch beim Händler weg sein. Netzrolle. Da freut sich nicht.
Diese Motorengeräusche, du. Ja, das ist der LU-Hof hier, kann ich ja mal ein bisschen zeigen. Wir haben das jetzt hier auf dem Schweinehof, wie gesagt. Also uns eingerichtet, weil es gibt hier zwar noch einen anderen Hof. Aber das habe ich zu spät gesehen und da haben wir uns hier schon eingerichtet. Und ich finde, das ist auch groß genug für einen LU-Hof hier. Wir haben alles, was wir brauchen. Ne, wenn ihr hier mal so ein bisschen Eindruck sehen wollt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Besichtigungsvideo haben wollt von dieser Karte. Dann mache ich euch gerne einen Besichtigungsrundgang, sagen wir es mal so. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt auch sowieso zum Ende und bedanken uns wieder fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr abonniert auf jeden Fall den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ja, in die Kommentare schreiben halt, ob ihr weitere Verlosungen haben wollt oder auch Gewinnspiele, habe ich gesagt, möchte ich auch gerne mal mit euch zusammen machen. Könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr daran Interesse habt und dann werden wir das Ganze auch mal machen. Ich würde sagen, ich laufe jetzt noch mal eben schnell nach unten, dass der Kollege auch Tschüss sagen kann. Lauf, 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 Falk, lauf! Molla. Jalla! Fitness am frühen Abend hier. Und dann sehen wir uns einfach bei der nächsten Folge. Oder im Livestream, je nachdem. Ach, ich bin am Laufen. Genau, immer so zwei Reihen habe ich gedacht und dann oben noch eine Reihe in der Mitte. Das sieht richtig nice aus. Ja, also Leute, ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und ja.